der eine oder andere bestätigt ist. Dann haben Sie nur einen Like. Das war ich selber. Das hat mich jetzt doch ein bisschen überrascht, hat mich aber auf Ihren Vortrag nochmal doppelt gespannt gemacht. Sie sind Geschäftsführer und Business Unit Manager in der Haufen Group und sind schon 15 Jahre dabei. Ich habe es gerade gesagt, 15 Jahre, 7 Monate. Also jeder Manager aus amerikanischen Unternehmen weiß, dass seine Halbwertszeit irgendwo zwischen 3 bis 5 Jahren ist. Weil dann ist er weg. Und hier haben wir jemanden, der ist seit 15 Jahren und 7 Monaten dabei, hat das Business in dieser Zeit, weil was ist technisch alles passiert, gedreht und steht heute vor uns. Und ja, wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie hier sein dürfen. Dankeschön. Das ist ja eine muntere Truppe mit einem ganz speziellen Charme, das habe ich jetzt schon gemerkt. Da würde ich so fast drauf aufsitzen wollen, dann habe ich mir den Zettel da. Dann kann ich mal ganz kurz das Zettel. Die AG, ja genau das. Mitwirken an der Macht, ist doch die. Mitwirken an der Macht. Wer hat sich die Headline ausgedacht? Ah, danke, das ist ja das passt super, super. Mitwirken an der Macht. Darauf gehe ich eigentlich relativ wenig ein, aber ich habe mich nur gefragt, als ich es gesehen habe. Mitwirken an der Macht. Macht durch Mitwirken. Mitwirken ohne Macht. Oder das ist eine ganz besondere Geschichte. Und im Grunde genommen passt sie dann doch ganz gut zu dem, was ich eigentlich erzählen möchte. Und auch wenn der Titel vom Fachverlag des digitalen Vorreiter vielleicht das erstmal nicht vermuten lässt. Wie es sich gehört, mache ich jetzt erstmal 10 Minuten Vorstellung zu den Eckdaten der Haufe-Gruppe. Ich gebe Ihnen 3 Sekunden, um das noch zu lesen. Und dann würde ich es eigentlich ganz gern anders betreiben, nämlich, dass wir immer wieder gefragt werden, und ich glaube, das kam auch gestern da und dort schon hoch, was seid ihr eigentlich? Seid ihr ein Verlag? Seid ihr ein Softwareunternehmen? Dann habt ihr noch eine Akademie in der Gruppe, ihr macht Webangebote, ihr macht Werbeangebote, ihr geht in ganz neue Formate hinein, dann habt ihr euch die Mantis einverleibt, was seid ihr eigentlich? Und ganz ehrlich, wir können die Frage gar nicht eindeutig beantworten. Wir können sie nur in der Form beantworten, dass wir, seit es uns gibt, eigentlich immer uns nicht damit aufgehalten haben, welche Art von Formaten wir bestehen, welche Art von Zielgruppen wir bestehen, sondern immer nur uns daran orientiert haben, dass die Kunden, die wir im Visier haben, dass wir die bestmöglich bei ihren tagtäglichen Herausforderungen unterstützen. Und das ist eine sehr, sehr lange Reise, die uns da begleitet. Und das ist typisch für uns, dass Menschen, die bei Haufe arbeiten, eigentlich relativ lange bei Haufe arbeiten. Und das hat eigentlich eine ganz tiefe Begründung in unserer DNA. Denn wir haben als Haufe-Gruppe und im Management keinen Auftrag, welche Arten von Leistungen wir beschielen, welche Arten von Zielgruppen und Märkte wir beschielen, welche Regionen wir beschielen. Wir haben einen einzigen Auftrag von den Gesellschaftern, die bis heute die Familie Haufe ist, seit 2 Jahren in der 3. Generation ist mit auf der Gesellschafterseite, dass wir dieses Unternehmen als eigenständiges Familienunternehmen für die nächsten Generationen erhalten sollen. Also nicht nur für die nächsten 5 Jahre, für die jetzt gerade eingetreten sind, sondern wirklich einen jahrzehntelangen Auftrag. Das hat ein paar Konsequenzen. 3 davon hat nicht mal diagnostiziert. Der große Vorteil ist, dass wir nicht klassisch Shareholder Value getrieben sind. Das allermeiste dessen, was wir an Erträgen erwirtschaften, das allermeiste, um nicht zu sagen, quasi alles, bleibt im Unternehmen, um wieder in die Zukunft zu investieren. Das heißt auch, all die Strategien, die wir verfolgen, verfolgen wir sehr, sehr langfristig und mit sehr, sehr langem Atem. Wir sind nicht getrieben von 90-Tage-Rallys, wo wir wieder irgendeinen Beauty-Contest aufbauen müssen. Wir haben auch ehrgeizige Finanzplanung, die sich immer in der Balance bewegen müssen, im Dreieck von Umsatz, von Ertrag und von Kundenzufriedenheit. Wir messen das sehr, sehr intensiv mit dem sogenannten Net Promoter Score. Heißt aber auch, wir können nicht an den Kapitalmarkt gehen und kennen die Themen sicherlich aus der eigenen Erfahrung und oder aus den Medien, um mal schnell ein Startup, was 1 Million Umsatz macht, 10 Millionen Verlust macht,
für 100 Millionen vom Markt kaufen. Das können wir nicht. Das ist die Kehrseite der Medaille. Und das ist unsere DNA. Und das führt auch dazu, dass wir so sind, wie wir sind. Und dass wir auch so zusammenarbeiten, wie wir zusammenarbeiten. Und dass auch die Leute am Ende des Tages im Unternehmen sind und bleiben, die dazu passen. Das ist keine Wertung. Und alles, was ich jetzt erzähle, ist auch keine Wertung, ob das gut oder nicht gut ist, ob es besser ist als das andere tun. Das ist einfach unser Weg. Und das ist eigentlich das, was ich in den nächsten Minuten mal herbringen möchte. Was auch immer kommt, ist, was ist eigentlich Lechze, was ist Haufe? Um es mal ganz vereinfacht zu sagen, gibt es die zwei Segmentierungen. Es gibt das Geschäft mit Kleinst- und Kleinunternehmen, mit Freelancern. Das spielen wir über die Marke Lechze. Und es gibt das Geschäft mit Fachzielgruppen, wie Steuerberater, Juristen und so weiter. Und Corporations, also größere Unternehmen, die wirklich ausgeprägte schon Arbeitszeiten und Fachabteilungen haben, das bespielen wir über die Marke Haufe. Und über den Teil und im Speziellen mal über das, was wir, passt ja ganz gut vielleicht zur Gruppe heute, was wir in den letzten 50 Jahren im Themenfeld HR, Themenfeld Personal gemacht haben, möchte ich mal versuchen, in 5 Minuten kurz zu erzählen. Steigen wir ein in das Zeitalter des Wirtschaftswunders. Das ist ein bisschen laut, ne? Alles ging bergauf. Der Mitarbeiter wurde, die Frage war eigentlich, wie kriegt man das, was am Wachstum zu realisieren ist, eigentlich bestmöglich auch hinterlegt. Taylorismus war ganz stark ausgeprägt. Mitarbeiter diente als Arbeitskraft. Das Gleiche war nicht nur in den Produktionshallen der Fall, das Gleiche war eigentlich auch im administrativen Bereich der Fall. Die Personalabteilung war vor allen Dingen damit beschäftigt, dass den ganzen administrativen Kram, soll ich jetzt mal zu erledigen, ne? Leute einzustellen, entsprechend sicherzustellen, dass alles Arbeitsrechtliche funktioniert, Sozialversicherung, Steuern etc. pp. Sehr stark durch Routinen getrieben und sehr stark auch. Natürlich musste alles stehen, ja, bis hin das Komma, bis heute. Und damals war eigentlich einer der Aufträge, die Rudolf Haufe in die Organisation gegeben hat, macht doch bitte schön Produkte, die es den Personalern ermöglichen, mit der Regelungswut des Staates zurechtzukommen. Das war so das, was es damals eigentlich getrieben hat. Und entstanden ist dabei eines der ersten Standardprodukte, das Personalbüro. Kennt das jemand? Super, danke. Das Geschäftsmodell ist wirklich revolutionär damals gewesen. Wir haben dieses Produkt bis heute im Portfolio. Was sind die nicht tot zu kriegen? Sie werden nach wie vor geliefert und irgendwann kommt dann der arme Azubi vorbei und muss das dann gleich einlegen. So, damit sind wir auf so einer Reise, wie wir uns entwickelt haben in den letzten Jahren, haben wir einzeln auf die Scheibe gelegt. Wir haben einfach Know-how, arbeitsrechtliches, sozialversicherungs- und steuerrechtliches Know-how zur Verfügung gestellt und Sie als Kunde wussten, das, was von Haufe kam, kommt, darauf kann ich mich verlassen. Das ist letztlich auch ein Testat gegenüber allen fünften Institutionen. Das ging jahrzehntelang so. Ja. Die Geschäftsmodelle haben sich dann von Preis pro Seite, Preis pro Heft, Preis pro Lieferung, Preis pro was weiß ich auch immer, dann weiterentwickelt, aber am Ende des Tages dann sehr, sehr lukrativ und profitabel, so auch sehr, sehr gut zu berechnen, das Geschäftsmodell. Irgendwann in den späten 80ern, Anfang 90er Jahren, zogen dann die ersten ganz modernen PCs in die Unternehmen ein. Viele von Ihnen werden sich noch daran erinnern. Und damit haben wir auch angefangen, unsere elektronische Interweise in die digitale Welt anzubringen. Nach dem Personalbüro, durfte so natürlich nicht heißen, hieß dann Personal Office. Was nicht ganz genau wusste, hat dann leider Personal Office dazu gesagt. Das war aber gar nicht so gemeint. Haben wir auch bis heute im Programm. All die Inhalte, die im lose Blatt waren, wurden irgendwie auf diese die allerersten Produkte waren auf Disketten. Dann kamen CDs, dann kamen DVDs. Da irgendwie reingepresst. Der typische Use Case war, ich suche den Artikel, den ich brauche, drucke den aus und schaffe mir so mein eigenes Leseblattwerk. Ja, da haben wir noch lange nicht verstanden, wie eigentlich digitale Medien funktionieren. Ein großer Vorteil war sicherlich, es gab ein Suchfeld.
Man musste also nicht mehr nur im Index gucken, sondern man konnte in Themen eintippen, wie gut die auch immer dann anfangs funktioniert. So, damit hatten wir die Rechtsbescheide erlebt. Wir haben angefangen, den Einstieg in die digitale Welt zu machen. Dann kam die 2000er, das war dann so auch die Zeit, als ich ins Unternehmen kam. Da hatten wir auch unsere ersten lieben Mühen schon hinter uns mit Ausgründung, mit Wiedereingründung, mit Startup-Beteiligung in Berlin und ich weiß nicht was. Also all das, was man heute eigentlich auch wieder so findet, haben wir relativ früh schon unsere Lernkurven durchlaufen, auch unsere das ein oder andere blaue Auge geholt. Die Produkte sind moderner geworden, die Familien wurden ausgeweitet, das haben Sie vielleicht mitverfolgt, das hat sich wunderbar entwickelt. Wir haben uns immer weiter ausgebreitet in den HR-Abteilungen. Die Oberflächen sind heute, glaube ich, wirklich state of the art. Suchen funktionieren, die Reichhaltigkeit ist größer geworden. Wir haben angefangen, neue Formate wie Online-Trainings und so weiter reinzubauen. Das, glaube ich, ist nach wie vor. Das sehen wir auch an den Studien, die wir machen, marktführend. Wir haben angefangen, erste interaktive Tools mit reinzubauen, die wirklich auch einzelne Cases sehr, sehr schnell behandeln können. Keine komplette Gehaltsabrechnung haben wir nie gemacht, aber doch ein paar Dinge, die ganz gut, denke ich, funktionieren. Damit waren wir auch in Echtzeit unterwegs. Ja? Das heißt, man musste nicht mehr auf Lieferungen warten. Man hat wirklich über Nacht immer wieder aktualisierte Produkte automatisch ins Internet gespielt und Sie konnten damit entsprechend tagesaktuell arbeiten. So, dann war die Frage, wie geht es weiter? Dann haben wir angefangen, diese kleinen Tools funktionieren ganz gut. Lass uns doch überlegen, wie wir den nächsten Schritt gehen können, nicht nur Informationen bereitzustellen, sondern uns auch mehr in die Prozesse hinein zu begeben. Und was würde sich dafür mehr eignen als das Thema Arbeitszeugnisse? Eines der beliebtesten Themen in Deutschland, das ist auch wirklich nur in Deutschland so, wenn man so wahnsinnig emotional abgelegt, man kann ja letztlich nur verlieren. In der Vergangenheit haben wir also den Content bereitgestellt, was musst du alles beachten damit, ja? Checklisten, Lexikonbeiträge etc. Jetzt haben wir ein Produkt gemacht, was eigentlich auch damit aufräumen sollte. Ja? Wer hat eigentlich wo ein Zeugnis angefordert, wer ist gerade an der Bearbeitung, wie weit ist es schon und wenn der Mitarbeiter nachfragt, wer kann da eigentlich adäquat Auskunft geben. Alle waren letztlich relativ wenig damit zufrieden. Wir haben eine Lösung geschafft, wie es mit eigentlich in 5 Minuten erlaubt, ein trotzdem hochindividuelles Zeugnis zu schreiben mit Auswahl, Benotung und mit Auswahl von Textbausteinen. Und am Ende des Tages entsteht wieder ein Content, der nun wiederum hochindividualisiert ist auf das Unternehmen, auf all das, was da an Governance und Brand und CI etc. zu berücksichtigen ist und auf die Belange des Mitarbeiters und das Ganze hochtransparent mit wenig Aufwand und auch compliant am Ende des Tages. Damit waren wir schon ein ganzes Stück weit gekommen. Wir sind auch, das war uns auch wichtig, rausgekommen zum ersten Mal wirklich aus der HR-Abteilung in die Linien hinein. Haben uns also neue Zielgruppen, neue Kunden erschlossen und uns auch in der Welt dieser Cloud-Software zunehmend nach vorne bewegt. Dann war die Frage, was ist ja super, ja, können wir ja, skalieren können wir ja, Produktfamilien, Themen und so weiter, haben wir klassisch gelernt in den letzten Jahrzehnten. Dann haben wir nur festgestellt, von diesen Workflows gibt es so wahnsinnig viele nicht mehr. Und die es gibt, wie zum Beispiel ERP oder so eine Gehaltsabrechnung, die sind seit Jahrzehnten besetzt von Companies, die auch nochmal im Zweifelsfall ein paar Nummern größer sind als wir. Ja, haben also gesagt, es macht vermutlich keinen Sinn, in solche Themen hineinzugehen. Also war die Frage, müssen wir aus dieser Komfortzone, Recht, Wirtschaft, Steuern vielleicht auch ein Stück weit raus? Müssen wir uns in andere Themen hineinbegeben und müssen wir immer alles selbst tun? Die Frage haben wir uns am Anfang natürlich mutig mit Ja beantwortet, nachdem wir dann so 1-2 Jahre darum rumgebastelt haben, auch ein paar Euro dafür ausgegeben haben und gemerkt, das sind wir viel zu langsam, haben wir viel zu wenig Know-how im Haus und dann auch wirklich in wirklich schwere SaaS-Applikationen hineinzugehen. Und das war der Punkt, wo wir dann so 2010, 2011 angefangen haben, intensiver mit einer Firma, die damals Omantis AG hieß, aneinander, das als Gründer, war gestern da, uns an dieser Firma zu beteiligen, sie zu übernehmen und sie in unser Haufe-Ökosystem mit zu integrieren und das Thema Talentmanagement zu bespielen. Und da, das haben Sie vermutlich ja gemerkt, da trafen dann auch in aller Konsequenz Welten aufeinander. Ja, das
Startup-Jungs aus St. Gallen, auch die sehr seriösen. Da haben Sie fast auch den einen oder anderen mit Krawatte gesehen, ja, von Haufe. Es hat auch mal gefunkt, ja, das war hochspannend. Ich selber als jemand, der auch sogar hier aus der Gegend kommt, musste ab 2 Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, nur weil weder die Schweizer noch wir hier in Südbaden richtig Hochdeutsch können, heißt es noch lange nicht, dass wir dieselbe Sprache sprechen. Das ganze Thema Demokratie ist in der Schweiz natürlich in den Nachhinein vollkommen völlig anders belegt. Das Thema Mitbestimmung völlig anders belegt, als es hier in Deutschland ist. Ja, Mitbestimmung heißt da wirklich Verantwortung übernehmen. Mitbestimmung heißt bei uns eher vielleicht Dinge verhindern. Also eine völlig andere, jahrhundertelang geprägte Kultur. Wir haben uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie wir eben die jeweiligen Stärken addieren können, dieser Startup-Geist mit der Fähigkeit, natürlich mit der Bekanntheit, mit der Reichweite, mit der Power auf die Haufe hat. Da sind wir ein ganz gutes Stück weit gekommen heute. Man kennt uns nun auch für dieses Thema. Wir sind damit plötzlich auch international geworden. Davor haben wir 95% unseres Geschäftes im deutschsprachigen Raum gemacht. Heute sind wir in über 100 Ländern vertreten über die Nutzerschaft, haben eigene Standorte gegründet, Service, Produkterstellung und Produktentwicklung und auch Vertrieb zu machen. Das ist kein Bild, wie es ein typischer Mittelständler mit 1600 Leuten hat, der in über 30, 40, 50 Ländern aktiv ist. Für uns ist das innerhalb von 3, 4 Jahren eine wahnsinnige Entwicklung gewesen. Plötzlich auch festzustellen, wenn man Wartungsarbeiten in Europa macht, kann das bedeuten, dass wenn gleichzeitig eine Kundenpräsentation in San Francisco stattfindet, dass der Server runtergefahren ist und sagt, Moment, 9 Stunden später, 9 Stunden früher, war für uns völlig neu. Das haben wir in den letzten Jahren merken müssen. Und es bringt uns plötzlich in Personen- und Themenkreise hinein, Analysten, mit denen haben wir uns vor 10, 5 Jahren noch eigentlich kaum beschäftigt, ja, wo wir heute unter den Top 6 Anbietern von Talent Management aufgestiegen sind und eigentlich der einzige Deutschsprachige sind, der sich in dem Feld der Visionaries bewegt. Das heißt, der Kreis ist voll. Wir haben das Ganze, was ich jetzt beschrieben habe, 80% des Kreises in den letzten 10 Jahren durchlaufen und sind trotzdem eigentlich noch relativ weit am Anfang. Wenn man sich anschaut, wie sich unsere Geschäfte in der Zeit dann auch entwickelt haben, sieht man noch vor 15 Jahren ein modernes Verlagshaus, das aber 80-85% des Geschäftes aus Print erwirtschaftet hat. Heute ein sehr breit aufgestellter Anbieter, der, bei dem es wirklich so keine kategorische Beschreibung gibt, der enorm viel an neuen Geschäftsfeldern aufgebaut hat und das Thema Print, rein Print mit unter 5% eigentlich kaum noch eine Rolle spielt. Und damit fühlen wir uns eigentlich ganz wohl. Und trotzdem merken wir natürlich mit einer Größe jetzt mit 350 Millionen Umsatz, da waren wir in der Fachverlagsszene einer der größten. Wir haben uns in Top 2, Top 3 gewesen. In diesen Märkten, als beispielsweise Cloud-Anbieter, sind wir natürlich eine ganz, ganz kleine Nummer. Und das ist auch das, was uns immer treibt und uns immer wachsam hält, weil wir nie und nimmer finanziell die anderen großen Haie im Haifischbecken schlagen können, sondern immer nur dadurch, indem wir uns ein Stück weit smart und schneller und agiler bewegen. Und wie wir das in den letzten, das ist jetzt so eine Reise vielleicht der letzten 5, 6, 7 Jahre, wie wir das gemacht haben, möchte ich mal ganz kurz anreißen. Das hier war die Situation 2008 in der Haufe Mediengruppe, hieß es damals noch, genau. X Unternehmen, die, wir haben uns damals gesagt, die abgestimmt konkurrieren und aufgestellt sind. De facto war es unabgestimmt, manchmal konkurrierend. Und das Ergebnis war, dass der Kunde es hoffentlich nicht gemerkt hat, zweifelsfrei war er verwirrt. Mit X Überschneidungen, was die Kompetenzen betrifft, Produktentwicklung, Redaktion, Marketingbereiche, Corporate Service Bereiche und. Dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwie die Perspektive wechseln. Sie kennen das Bild. Sie wissen auch, welcher von den beiden Fallen länger ist. Oder vielleicht auch nicht. Ja. Weil das war die Thematik, die uns 2008, 2009
extrem intensiv beschäftigt habe. Können die Mechanismen der Vergangenheit aus der analogen Welt stellvertretend, können die einfach eins zu eins auf die digitale Welt angewandt werden? Und wir haben festgestellt, vermutlich nicht. Das heißt, man muss auch in der Lage sein und willens sein, bestimmte Dinge, die wir in 20 Jahren Berufserfahrung gelernt haben, auch mal hinter sich zu lassen und sich auf neue Dinge komplett auch einzulassen. Das haben wir dann getan. Das war ein sehr starker Transformationsprozess. MOVE hieß das Projekt damals. Haben uns, das ist total logisch, ja, aber für mich eine extreme Entwicklung gewesen. Und wir organisieren uns nicht um Produkte, um Marken, um irgendwelche Standorte, ja, oder um möglicherweise Manager, die da sind, sondern wir organisieren uns eins zu eins um Märkte und Zielgruppen. Wir haben gesagt, wir bündeln. Damals war uns klar, wir müssen diese ganzen Kompetenzen sehr stark zusammenfahren. Erstens, weil wir gar nicht genügend Experten an Bord bekommen, die wirklich die Dinge, die wir tun müssen, exzellent können. Und zweitens können wir es uns auch nicht leisten, x Kompetenzen an verschiedenen Stellen vorzuhalten. Das heißt, es gibt ein Editorial Department heute, es gibt eine Softwareentwicklung, es gibt einen IT-Bereich, ein Customer Management und einen Sales-Bereich. Die sind gerade dann auch wieder aufgefasert im Zweifelsfall nach unterschiedlichen Märkten, aber die Verantwortung ist ganz klar in einer Hand, sodass wenn wir ein CRM-System einführen, was wir jetzt sehr stark modernisiert haben in den letzten zwei Jahren mit Salesforce, das wird von einer Hand getrieben und nicht von x lokalen Päpsten. Und die dritte große Veränderung, die wir gemacht haben, wir haben uns eine Projektorganisation gegönnt, haben gesagt, alle neuen Themen werden nicht mehr in Linienbereichen irgendwie durchgesteuert, sondern über professionelle Projekte, haben eigene Bereiche dafür geschaffen, haben uns mit 30, 40 Leuten an der Stelle auch verstärkt, die wirklich wissen, wie Projekte gehen, die nicht irgendwann mal eine Schulung besucht haben, sondern deren Profession das ist. Und dieses Projektwesen zu kombinieren mit dem sehr starken Kenntnis der Märkte und der Zielgruppen und der Produkte, ist das, was uns eigentlich in den letzten Jahren ziemlich stark nach vorne gebracht hat. Und das läuft dann quer über die Organisation hinweg. Und der letzte Gedanke, den ich da noch einspielen möchte in diese Phase, war, dass wir uns, das haben wir gar nicht erfunden, natürlich, oder uns dessen bedient, dass wir gelernt haben, alle Unternehmen sind in unterschiedliche Lebenszyklen unterteilt. Die Beschäftigten haben auch das. No-brainer. Bei uns war es nur bislang so, dass irgendwie alles immer aus einer Hand gesteuert wurde. Das haben wir geändert. Auch mit dem Bezug damals des Campuses, das fiel alles in diese Zeit, dass wir uns dort entsprechend neu organisatorisch aufgestellt haben. Es gibt das Kerngeschäft eines Core-Business, das ist dafür da, einfach das Geld zu verdienen. Ja, im Hier und im Jetzt. Einfach das ganz saubere Execution dessen, was wir heute an Angeboten am Markt haben, vertrieblich entsprechend zu vermarkten, vertrieblich in den Markt zu bringen und entsprechend die Erträge auch zu erwirtschaften. Dann im zweiten Bereich, und das war größte Errungenschaft eigentlich für uns, also ich glaube, wir brauchen Leute, die sich nur mit dem Geschäft von morgen beschäftigen. Ne? Wo kleine Pflänzchen, damals war auch Humantis noch nicht so wahnsinnig groß, die sich nur darauf stürzen und sagen, wir verdoppeln das Wachstum dieses Geschäftes Jahr um Jahr um 100%. Und dann noch im dritten Bereich, da sind wir auch noch nicht so wahnsinnig weit, das haben wir noch immer auf der Agenda, zu sagen, wir forschen auch in Gebiete hinein. Was könnte eigentlich in 5 Jahren ein Thema sein, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, damit wir in 5 Jahren eben die ersten Angebote am Markt haben, die nochmal völlig neu über digitale Transformation nachdenken. Wenn man sich überlegt, was man da für Menschen kommt, was war für uns eigentlich der entscheidende Durchbruch, dann braucht man ein Geschäftsfeld 1, das Core Business, wo die Nachzahl ist Ertrag, braucht man Menschen, die an die zweite oder dritte Stelle hinterm Komma schauen. Während man in dem Geschäftsfeld 2, wo es um Wachstum geht, Leute braucht, die nicht mal auf die zweite Stelle vorn kommen, schauen, ja? Die wirklich auf die Bilder 5-mal gerade sein lassen und natürlich im Rahmen einer Gesamtgovernance, keine Frage, aber die nach vorne gehen und sagen, wir machen das richtig groß. Ja? Und dort ist auch die Maßzahl eben nicht Ertrag, nicht in den ersten Jahren, sondern es geht nur um Wachstumsraten. Märkte besetzen, sich dann in der nächsten Phase zu überlegen, wie kann man das dann auch entsprechend hebeln. Und das war eine sehr, sehr kontroverse Diskussion, die wir geführt haben. Wir haben intensiv natürlich mit den Betriebsräten, damals ja auch in einzelnen Unternehmen, die wir dann mehr und mehr konsolidiert haben, intensive Dialoge geführt, intensive Strategiediskussionen im
an allen Standorten über mehrere Monate hinweg mit den Mitarbeitern geführt. Und wir haben angefangen, diesen Campus zu beziehen. Da gab es die ersten Bestandsgebäude, die ersten neuen Gebäude sind gebaut worden. Und das war ein großer symbolischer Akt. Nur wer einen Platz in der neuen Organisation gefunden hat, ist dann auch umgezogen. Und wer aus welchen Gründen auch immer keinen Platz gefunden hat, der ist im alten Gebäude noch geblieben, solange wie man sich, oder in den alten Gebäuden geblieben, solange bis man sich geeinigt hat oder eben nicht, mit allen Konsequenzen. Das haben wir 2008, 2009, 2010 gemacht, haben uns in der Phase auch deutlich nach vorne entwickelt. Man hat gesehen, es war dann auch da, wo das Geschäft nochmal einen richtigen Aufschwung genommen hat, relativ schnell. Haben uns aber auch zum Beispiel 2014 schon die erste Verjüngungstour, Auffrischungstour wieder gegeben. Das war ein Projekt, das hieß damals Drive Result. Dort haben wir, während wir uns in der ersten Phase vielleicht noch von Mitarbeitern getrennt haben, die nicht nur nicht willig, sondern auch nicht, vor allem nicht willig waren oder nicht in der Lage, diesen Weg mitzugehen, das waren damals auch schon eine deutlich dreistellige Anzahl, waren wir jetzt in der Phase und sagen, wir haben einfach jetzt Geschäfte, die sich nicht mehr so entwickeln, die sich so entwickeln, wie wir es leider vorhergesehen haben, nämlich nicht mehr. Und es gibt Geschäfte, die abgehen wie Schmitz Katze. Und es ist leider nicht mehr möglich, Leute von A nach B mitzunehmen. Die wären sogar willig. Die sind wahnsinnig willig. Die haben einen super Job gemacht, über 15, 15, 20 Jahre, sind aber einfach nicht in der Lage, diesen Weg mitzugehen. Und das war ein Programm, das hieß Drive Result. Relativ ungesehen nach allem, was ich so aus der Schule kenne, wo wir extrem geräuschlos uns wieder von über 100 Mitarbeitern getrennt haben, die alle nicht wahnsinnig glücklich darüber waren, keine Frage, die verstanden haben, warum wir diesen Schritt nun tun. Und es hätte gleichzeitig an einem Tag, war jetzt nicht so, es war auch extrem ruhig in den Medien, hätten drei Headlines in der Presse stehen können, die eine, die gewesen, 110, der Haufe streicht 110 Stellen. Hätte auch lauten können, Haufe baut 80 neue Stellen auf, nur eben völlig anderen Profil. Und, das war eine ganz große Herausforderung, im selben Jahr haben wir einen absoluten Rekordbonus an unsere Mitarbeiter ausgezahlt. Das zeigt ja viel zu kriegen. Hätten wir wahrscheinlich in der ersten Phase so nicht geschafft, sondern ist dann deshalb möglich gewesen, weil wir schon extrem viel in den letzten Jahren mit den Mitarbeitern auch über die Frage der strategischen Ausrichtung, über die Frage, warum wir das tun, warum wir das anders tun, müssen, also die Großen, die ganz Großen und vielleicht die ganz Kleinen tun, hat eigentlich ganz gut funktioniert. So, da stehen wir jetzt heute. Natürlich hat die Geschwindigkeit und die in den letzten Jahren immer mehr zugenommen, das kennen Sie alles, hat die Größe der Herausforderung immer mehr zugenommen. An der Stelle sind wir, wie wir finden, sehr, sehr gut im Markt aufgestellt und entwickeln die Geschäfte auch weiter. Trotzdem machen wir uns heute schon wieder Gedanken, was ist eigentlich der nächste Schritt. Das hat, auch das hat uns immer ausgezeichnet. Wir müssen in unserer Größe eigentlich immer unser eigener Angreifer sein. Unser Leitspruch, den Sie vielleicht so in einer anderen Form auch kennen, heißt, lieber kannibalisieren wir uns selbst, bevor es ein anderer tut. Weil nur so können wir letztlich auch diesen Gesellschaftsauftrag, der ja ernst gemeint ist, langfristig erfüllen. Woran wir jetzt gerade arbeiten, und das zahlt dann schon sehr stark auch auf die Frage der digitalen Geschäftsmodelle ein, ist wieder mit einer ganz starken Kundenorientierung uns mit den Problemen von heute und morgen auseinanderzusetzen. Der typische deutsche kleine und große Mittelstand, so sehen wir, steht vor ganz, ganz großen Herausforderungen. Hat eine Sandwich-Position aus der schier unfassbaren Menge an Expertise und Geld aus den USA und aus einer Automatisierungswelle aus Asien, die mittlerweile eine Qualität auch erreicht hat, das werden Sie kennen, die leider so gut ist, dass sie nicht mehr wegzudiskutieren ist. Vom Markt, von innen, wir werden zum ersten Mal in eine Situation hineinlaufen, damit werden Sie sich auch beschäftigen, dass fünf Generationen gleichzeitig im Unternehmen arbeiten. Die Herausforderungen, die damit verbunden sind, brauchen wir Ihnen, glaube ich, weiter zu erläutern. Ja. Zum Thema, wie kommuniziert man in einem 16-jährigen Azubi und einem 65-jährigen Experten. Das wird noch eine lustige Herausforderung. Berufsbilder ändern sich massiv oder verschwinden. Wir hatten neulich eine Diskussion mit einer der Top 3 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
Sie sagen, Sie gehen davon aus, dass bis 2025 50% Ihres heutigen Ertrages aus der routinierten Prüfung von Jahresabschlüssen einfach weg sein wird. Weil das Computer künftig schneller, effizienter und in höherer Qualität kennen. Das sind einfach sich wiederholende Prozesse. Und das sind hier nur mal ein paar Beispiele hier aufgeführt. Und nicht, weil das nicht genug wäre, gibt es jetzt auch neue Anbieter. Uber hast du angesprochen, Facebook kennt jeder, Alibaba. Die haben alle, setzen sich auf Wertschöpfungsketten hinauf, drauf, ohne eine eigene Infrastruktur. Facebook hat keinen eigenen Content, Uber hat kein einziges eigenes Taxi, Alibaba kein eigenes Warenhaus und Airbnb kein eigenes Hotel und ist mit über 30 Milliarden höher bewertet als die komplette Hilfengruppe. Völlige, gleichzeitig auf uns, jetzt schaue ich mal auf Deutschland, auf uns eindringende Kräfte. Und das heißt dann auch noch, dass diese Innovationszyklen, die man so aus der Vergangenheit kennt, mit den Early Adopters, frühe Mehrheit und so weiter, die sich dann über viele, viele Jahre hinzieht, das kannst du ja vergessen. Wir reden jetzt von der Haifischflosse. Entweder sie sind da vorne mit dabei oder sie sind eigentlich relativ schnell aus den Märkten raus. Und es gibt genügend Beispiele, ich brauche sie nicht zu zitieren, Sie kennen sie alle, wo absolute Marktführer über Jahrzehnte hinweg Märkte dominiert haben und innerhalb von 10 Jahren in die absolute Bedeutungslosigkeit verschwunden sind. Das ist unser Ansatz. Dabei möchten wir unseren Kunden, die uns kennen, die uns durchaus auch kennen als jemand, der extrem sich selber immer wieder auf die Probe stellt, veränderungswillig ist, in diese Märkte wollen wir hinein. Wir können nicht die Strategie für die Kunden machen, aber wir können vielleicht dabei helfen, die Ideen in dem Unternehmen in den unterschiedlichen Horizonten zu finden und zu identifizieren, die das Geschäft von morgen letztlich gestaltet. Heißt aber auch, es wird nicht immer alles so weitergehen können wie bisher. Erinnert sich an das Pfeilbeispiel, das ist unser neue Denke darüber. Man kann nicht einfach nur optimieren, die Techniken optimieren, die Fähigkeiten optimieren, die Abläufe optimieren und an bestimmten Stellen müssen wir die Techniken komplett ändern, um den Herausforderungen von morgen gewachsen zu sein. Der erste Schritt, das ist alles immer der schwierigste, deshalb ist es, glaube ich, aus unserer Sicht nur noch wichtig, dass man ungefähr die Richtung kennt. Und was wir tun und was wir auch gemeinsam mit unseren Kunden tun, wir denken manchmal einfach ganz weit ins fast schon Absurde voraus, um uns komplett gemeinsam zu öffnen, um von da aus vielleicht wieder zu sagen, wie können wir denn die ersten Schritte in die Richtung gehen. Und so ein Beispiel möchte ich mal ganz kurz anweisen und einen Blick in das Jahr 2030 werfen. Sitz auf Virtual Offices. Stuttgart. Zum Jahresende wird die Daimler AG ihre Büros schließen und Virtual Offices im Cyberspace forcieren. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Konzerns hervor. Demnach erscheinen bei Daimler bereits jetzt 98% der Mitarbeiter nicht persönlich zur Arbeit, sondern entsenden holographische Avatare. Recruiting. Zugriff auf Biochip-Daten ermöglicht Selektion im Vorfeld. Köln. Über den sogenannten Chip unter der Haut, der seit Jahren in Deutschland flächendeckend implantiert wurde, können Unternehmen nun direkt auf alle relevanten biografischen Daten potenzieller Bewerber zugreifen. So kann deren fachliche und persönliche Passung von vor dem ersten Gespräch abgeklärt und der künftige Cultural Fit bestimmt werden. Bundestag verschiebt Umstellungen auf Swarming. Berlin. Der Bundestag hat mit 480 Ja-Stimmen gegen 112 Nein-Stimmen für die Umstellung auf das Organisationsmodell Swarming votiert. Bundestagsabgeordnete sollen demnach zukünftig eigenständig entscheiden, welche Themen sie in welcher Themenkonstellation zum Wohle Deutschlands gestalten wollen. Künstliche Intelligenz wird Vorstandsvorsitzender der Deutsche Bank AG. Frankfurt. Wie das Weltinstitut mitteilte, wird die künstliche Intelligenz Kiki 3000
zukünftig die Geschicke der Deutschen Bahn lenken. Dies beschlossen die Vorstandsmitglieder einstimmig auf ihrer letzten Sitzung am 12. Mai. Damit übernimmt erstmals eine künstliche Intelligenz diesen Schützenposten. Es ist total interessant. Ich habe das nicht zum ersten Mal, dass ich den Clip gezeigt habe. Immer an der Stelle mit der Deutschen Bank wird am lautesten gelacht. Ich habe es heute nicht rausgefunden, ob es daran liegt, dass man nicht daran glaubt, dass die Deutsche Bank 2000 gar nicht noch geben wird. Oder dass eben die künstliche KI als Forschungsvorsitzende sein wird. Alles Utopie. Möglicherweise. Nicht. Wenn man sich anschaut, was in der Automobilindustrie passiert, und nach unserer Einschätzung ist das, was Daimler da macht, ziemlich cool und ziemlich fortschrittlich. Und wir freuen uns auch, dass wir da eine bestimmte Rolle in dem Prozess mitspielen dürfen. Und wenn man sich überlegt, dass von 280.000 Mitarbeitern 20% in einer Sparorganisation arbeiten, werden innerhalb relativ kurzer Zeit, ob es dann nur 10 sind oder sogar 5, das sind immer mehr als 10.000 Mitarbeiter. Zeigt, dass die Unternehmen, dass viele Unternehmen zumindest gibt, die sehr, sehr konsequent auch über diese Themen nachdenken und sagen, es wird nicht nur einfach darum gehen, die Autos noch ein bisschen effizienter mit, jetzt nicht auf die Diesel-Thematik ein, ja, mit ein bisschen optimierten Technologien zu betreiben, sondern völlig anders. Ja. Wenn die Elektromobilität sich so durchsetzt, wie wir alle denken, dann wird es dann auch die Wertschöpfungskette, das betrifft dann nicht nur Daimler, sondern natürlich das komplette Ökosystem, in 10 Jahren völlig anders ausschauen. Da haben wir uns entsprechend auch drauf eingestellt. Der Hauptpunkt ist im Grunde genommen, dass man aus der, sage ich mal so gern, Opferrolle herauskommt, in die Täterrolle geht, dass man aus der Zuschauerrolle herausgeht, sich selbst auf das Spielfeld begibt und die Zukunft gestaltet. Und dazu haben wir einen völlig neuen Ansatz entwickelt und das finde ich ganz witzig. Dieser wir eingangs diskutiert haben, dieser Ansatz ist zunächst einmal dominiert von extremer Analogie. Wir nennen den Ansatz Rhythmics deshalb, weil wir glauben, wir müssen den Takt in den deutschen Unternehmen, das ist nun unser Kernsegment, deutschsprachige Unternehmen, den Rhythmus an der Stelle ein Stück weit verändern und gehen das über einen 5-stufigen Prozess an. Schritt Nummer 1. Das ist ein Brettspiel, wo wir mit Kunden darüber diskutieren, was sind eigentlich wirklich die Herausforderungen heute, was sind die Probleme, was sind nicht die Symptome, sondern die Root Causes dahinter. Ein Brettspiel ist es deshalb, weil es dazu führt, dass nicht der Top-Manager oder ein, zwei Leute, die in der Regel ja häufig Workshops dominieren, 80% Redeanteil haben, dass wir das rausnehmen und wirklich dafür sorgen, dass alle Stakeholder in einem solchen strategischen Prozess die gleiche Stimme haben, in den gleichen Raum für ihre Ideen einbringen können. Gerade die Leute, die vielleicht eher introvertiert sind, die nahe am Markt am Kunden sind, die auch die Möglichkeit haben, ihre Meinung und ihre Einstellung zu äußern. In der zweiten Phase spielen wir Lego. Lego Serious Play. Dort bringen wir alle relevanten Stakeholder dazu, die gemeinsame Zukunftsvision und die Strategien zu bauen. Das öffnet völlig andere Regionen, auch in der Art und Weise, sich mit Dinge zu beschäftigen, andere Kreativitätszonen im Gehirn. Und der große Vorteil ist auch, man diskutiert nicht A mit B und A gegen B, sondern man diskutiert an Modellen der Zukunft. Der dritte Teil, das ist dann eine ziemliche Kernarbeit. Dort überlegen wir uns für bestimmte Bereiche, ob es dann Feedback-Systeme sind, ob das Recruiting-Themen sind, ob das Innovationsprozesse sind, was auch immer, überlegen wir uns anhand von Metro-Maps, wie Prozesse heute ausschauen, wie Prozesse morgen ausschauen müssen, wer Teilnehmer, Passenger in dieser Metro-Map sind, auf dieser Reise sind, wo die Leute zusammentreffen und wo entsprechend auch Themen ganz neu gedacht und konzipiert werden müssen. Und erst dann, wenn diese drei Phasen durchlaufen sind, dann fangen wir an, über Lösungen nachzudenken. Dann fangen wir an, zu überlegen, was ist für euch das passende Lösungsset und was kann auch an der Stelle für einen Beitrag leisten. Dann sind wir immer noch nicht fertig, da wird es dann auch unter anderem digital, sind wir immer noch nicht fertig. Wir denken auch sehr stark über Modelle nach, die nennen sich Success Engineering und auch Success as a Service. Nicht mehr Software as a Service oder Training as a Service oder Content as a Service, sondern Success as a Service. Wo wir gemeinsam mit unseren Kunden über den Business Impact diskutieren, den sie im Markt erzielen wollen und uns auch, wenn der Kunde
möchte, das ist auch noch nicht jeder so weit. Der Kunde kann es inklusive der Vergütung auch daran entlohnen, wie erfolgreich er nachher, wie erfolgreich er nachher in seinem Business geworden ist. Ein paar Bilder, wie sowas dann ausschaut, das ist diese Phase 1, Coping the Challenge mit Haufe Eigenland. Das ist wirklich möglich, man bringt Top-Manager dazu, Lego zu spielen. Und ich habe noch keine einzige Session erlebt, ich war bei einigen dabei, wo sich die, da war man gespannt, wo sich die Leute nicht darauf eingelassen haben. Und sobald du das erste Modell gebaut hast, ist auch sonnenklar, was der Charme daran ist. Und die Workshops funktionieren in der Regel wirklich sehr, sehr gut. Das ist so ein Beispiel, ist noch ein Logo drauf, Beispiel für den Metro-Man. Da wird dann auch sehr hands-on gearbeitet, zu sehen, relativ viel analog, um wirklich sich nicht hinter Medien zu verstecken, sondern über Inhalte zu diskutieren. Und wenn das Ganze dann durchlaufen ist, haben wir darüber noch ein agiles Verfahren gelegt. Das kann dazu führen, dass man nach Phase 2 wieder auf Phase 1 zurückspringen muss oder nach Phase 3 auf Phase 1 zurückspringen muss. Oder eben, wenn wir angefangen haben, Lösungen beim Kunden zu implementieren, uns auf Success-Kriterien geeinigt haben, gibt es sogenannte Success-Summits, die quartalsweise, halbjährlich, jährlich, wie auch immer stattfinden können, dann wird der ganze Prozess wieder durchlaufen. In einem ständigen Optimierungs-, kennen wir das aus der Scrum-Welt, in einen ständigen Optimierungsprozess sich zu begeben, weil es völlig illusorisch ist zu glauben, schon mit dem ersten Schuss wäre die optimale Lösung erzielt. Und am Ende liefern wir, natürlich machen wir das Ganze nicht nur, um Brett zu spielen, ne? Am Ende liefern wir auch Lösungen zu, aber wir moderieren das nicht auf unsere Lösung hin, wir bedienen uns auch aus Lösungen aus dem Ökosystem. Die bestehen, Haufe Quadrant war, glaube ich, gestern Teil der Diskussion, wenn ich es richtig weiß, die bestehen, vereinfacht gesagt, aus drei Dimensionen. Das heißt, wir haben Lösungen, die natürlich die Mitarbeiter auf dieser Reise mitnehmen, sie entsprechend auch enablen, um die digitale Transformation sich zu begeben. Wir haben Lösungen im Haus, die dabei begleiten, die Organisation weiterzuentwickeln, Organisationsdesigns zu diskutieren. Ich glaube, Sie haben auch die vier Quadranten besprochen. Ja, wie optimiere ich mich in einer sehr klar strukturierten Command-and-Control-Welt? Wie organisiere ich mich in einer agilen Welt? Und last but not least, natürlich haben wir IT-Tools im Haus und sind massiv dabei, diese IT-Tools auch weiterzuentwickeln, die dieses neue und andersartige Zusammenarbeiten in einem neuen organisatorischen Setup auch entsprechend unterstützen. Und auch da, also sind wir jetzt konzeptionell seit 2 Jahren an den Themen dran, seit einem Jahr mit den ersten Pilotkunden, vor einem halben Jahr haben wir die offizielle Announcement und Ankündigung im Markt gemacht. Wir treffen auf ein riesiges Momentum, auf einen riesigen Bedarf. Wir lernen extrem stark mit unseren Kunden. Wir haben Kunden, da bilden wir sogar, stellen wir eigene Co-Creation-Teams ab, die nur für diese Kunden arbeiten, aber nicht um am Ende eine 1:1 Projektlösung nur für diesen Kunden zu haben, sondern immer wieder auch im Rollback auf das Gesamtsystem, um diese neuen Lösungen dann auch allen anderen Kunden wieder zur Verfügung zu stellen. Und das beschäftigt uns natürlich auch extrem stark. Wie müssen wir uns selber immer wieder weiterentwickeln, um dieser zunehmenden Komplexität auch Herr zu werden. Das ist was anderes als die 48. Ergänzungslieferung eines losen Blattwerkes zu machen. Ohne perspektivisch sein zu wollen, das ist einfach ein völlig anderes Geschäft. Und mit dem Gesellschaftsbeauftragten im Hintergrund, wir spielen keine Brettspiele. Natürlich ist das ernsthaftes Business, serious Business. Also ist das so unser Ökosystem, mit dem wir uns immer und immer wieder auseinandersetzen. Und das macht nicht nur das Top-Management, das machen alle Bereiche, alle Mitarbeiter sind da immer wieder auch einbezogen. Wie entwickeln wir die Strategie weiter? Wie kriegen wir die bestmöglich auch exekutiert? Und auf einer Klaviatur von Strukturführung, Menschen und sich daraus ergebender Kultur, was ist unser Betriebssystem? Wir sind in einem ständigen Dialog mit uns selber, haben, ich kenne kaum eine Branche, ein Unternehmen, wo das aber so ein toller Dialog ist, weil all das, was wir tun, das machen wir mit unseren Kunden. Alles, was wir mit unseren Kunden machen, diskutieren wir mit uns intern. Und das macht uns letztlich auch so glaubwürdig, ja? Weil wir wissen auch nicht, womit wir in 10 Jahren unser Geld verdienen werden.
aber wir beschäftigen uns einfach damit. Und das macht uns als Gesprächspartner, wie wir merken, doch sehr, sehr begehrt. Wir denken auch darüber nach, wo können wir nur optimieren und wo müssen wir auch unsere Art der Technik komplett ändern, um diese Art von Geschäftsmodellen, und es werden in 3 Jahre wieder andere sein, um die zu erfinden, zu verproben am Markt und entsprechend auch zu skalieren. Wir denken extrem stark über Netzwerkorganisationen nach. Da bin ich die Organisation, die wir im Rahmen dieses Mutprojektes aufgesetzt haben, gezeigt, die schnurrt jetzt wie ein Kätzchen. Wir denken jetzt darüber nach, wie wir die wieder abschaffen können. Wie können wir diese Experimente, die wir mit unseren Kunden machen, die Experimente, über die auch Hermann Arnold mit einer Company, über eine Company gesprochen hat, die Haufemann ist, wie können wir die skalieren auf ein Unternehmen mit 1600 Mitarbeitern, mit 2500 Mitarbeitern? Das beschäftigt uns extrem stark. Auf die Frage, was macht den Unterschied? Das sagen wir im Markt. Es geht nicht um mehr Effizienz, es geht um die Mitarbeiter. Und es geht letztlich darum, Verantwortung zu übernehmen und die Mitarbeiter auch dafür zu begeistern. Das ist uns bis jetzt, glaube ich, ganz gut gelungen. Das ist auch die große Herausforderung für die nächsten Jahre, das weiter so hinzukriegen, wie wir es